Thank you.
Ein Mercedes-Benz war immer schon ein wenig anders. Schon in den frühen Jahren des Unternehmens konnte man eine Ahnung davon bekommen, wenn man eine Rennstrecke besuchte. Die legendären Silberpfeile von Mercedes schrieben Renngeschichte. Die Begeisterung für den Rennsport wurde von vielen Mercedes-Ingenieuren geteilt, besonders von zweien. Ich habe ja aufrecht bei Mercedes kennengelernt. Wir sind gleich am ersten Tag unserer Begegnung zusammengerasselt, weil wir eben wie immer verschiedene Temperamente und auch verschiedene Rollen hatten. Und wir haben eben dann für die Sportabteilung so einen Motor gemacht und das musste eben so ein bisschen nebenher gehen. Letztendlich sind wir von unseren Kunden im Prinzip gezwungen worden, uns selbstständig zu machen, weil wir vorher praktisch nach der Arbeit, ja, Autos umgearbeitet haben. Ich hatte das vorher ja 2 Jahre praktisch immer nebenher gemacht, samstags, sonntags, nachts. Und ich habe dann beim Motorradfahren mal einen Kreislaufkollaps bekommen und habe gemerkt, ich kann das nicht alles auf einmal machen. Aber aufrecht war eigentlich die Triebkraft, dass man sich selbstständig macht. Und er hat mich dann überredet oder beschworen, es zu tun. Melcher hat so viel Intelligenz und so viel Genialität, dass mir klar war, dass ich mit ihm Erfolg habe. Wir nehmen einen Namen, in dem beide Elemente drin sind. Und das A steht für Aufrecht, M für Melcher und G steht für Groß Asbach. Mercedes hatte Direkteinspritzer und wir konnten nur Rennen fahren mit einem Direkteinspritzer, weil man dann diese Leistung hatte, um die BMWs und die Jaguars zu packen. In Aufrechts Wohnung habe ich alle Möbel mit Zeichnungen zugeklebt und habe dann da an einem Reißbrett, improvisierten Reißbrett, habe ich diese Direkteinspritzung da reingezeichnet und habe Vorrichtungen gebaut. Und wir haben im Keller von Aufrecht den ersten außerhalb einer großen Firma gebauten Direkteinspritzer 300 SE hergestellt. Damals hat man einen BMW oder VW, hat man getuned, aber doch nicht um Gottes Willen einen Mercedes. Wir haben davon gelebt, dass die BMW-Leute wilde Autos machen, schon sehr mäßig, und dass sie auch ihre Tuner unterstützen. Und bei Mercedes war niemand da, der das konnte. Wir hatten damals überhaupt keine Werbung gemacht, keine PA. Ja. Die Kunden haben sich gegenseitig erzählt. Dass die dann sagen konnten, mein Mercedes ist ein AMG-Mercedes und der ist so schnell wie dein BMW oder der ist so schnell wie dein Porsche. Und das waren sie auch. Es war von Anfang an eigentlich eine Philosophie, die damals keiner der Automobilhersteller geprägt hat, aber heute doch fast überall selbstverständlich ist, dass man auf den Kunden hört. Und die Wünsche sind einfach viel stärker gekommen, dann Mitte der 70er Jahre, dass sie plötzlich neben der Technik Optik haben wollten. Und wir sind dem gerecht geworden. Der 300 SEL 6,3 Liter, das war eigentlich so das erste Auto, das so richtig Kick gemacht hat, wo plötzlich ein ganz neuer Kundenkreis auch diesen Mercedes wollte. Mit dem Auto hatten wir dann auch unseren größten Erfolg 1971 in Spa, den wir dann auf 6,8 Liter Hubraum gebracht haben und der dann eigentlich weltweit Furore gemacht hat. Das war der Beginn einer beispiellosen Erfolgsstory im Rennsport, die bis heute anhält. Ab 88 haben wir praktisch einen Auftrag von Mercedes-Benz bekommen, hier aktiv im Motorsport zu sein. Die Mercedes-AMG-Rennversion der C-Klasse kam auf über 60 Siege in den deutschen Tourenwagenmeisterschaften und in der ITC-Rennserie. Weitere große Erfolge kamen hinzu mit der Rennversion des CLK GTR. Und sind dann auch mit dem Schneider und dem Weber dann auch Weltmeister geworden. Wir sind der einzige Hersteller, der eine Serie komplett gewonnen hat. Wir haben also alle 10 Rennen dann 98 gewonnen und davon 6 sogar mit dem Doppelsieg. Das war eigentlich für mich wirklich das Erlebnis überhaupt, weil wir zum ersten Mal ein Auto komplett konstruiert haben, vom Design bis zur Radaufhängung. We'll be right back.
Jahr 2000 wurde die DTM neu gegründet. Auch in dieser Rennserie spielt das Mercedes-AMG-Team eine herausragende Rolle mit dem GT- und mehrfachen DTM-Champion Bernd Schneider und dem Ex-Formel-1-Fahrer Jean Alesi. Der Motorsport war Vorreiter, aber parallel dazu hat sich auch dann das offizielle Verhältnis, was Tuning anbelangt, bei Mercedes dann auch ergeben. Dann in 90 ist in Paris der Vertrag unterschrieben worden. Wir haben damals den Spruch geprägt, wir müssen sternfähig werden. Das heißt, wir müssen unsere Entwicklung anders gestalten, wir müssen unsere Qualitätskontrollen anders gestalten. Und so kamen wir eigentlich sehr schnell dann auf das Thema, dass Daimler sich hier beteiligt. Wir sind besser geworden und Mercedes ist ganz bestimmt auch nicht schlechter. Heute ist die Mercedes-AMG GmbH die Performance Division von Mercedes-Benz und damit wurde auch die Marke AMG quasi zur Luxury Performance Brand von Mercedes-Benz. Hier haben wir Produkte einfach, die Power haben ohne Ende. Und trotzdem noch Komfort haben, wo man einfach sagt, das ist es. Ein Mann baut einen ganzen Motor komplett auf. Also diese manuelle Arbeit ist schon hervorragend, weil es kann sich jeder Mitarbeiter wirklich persönlich einbringen. Für mich ist in jedem AMG-Motor ein Stück von uns halt auch mit drin. Und wenn dieses kleine Kunstwerk dann nach 2 Stunden fertig ist, dann klebe ich meine Plakette mit der Unterschrift drauf. Das ist eine Art zusätzliche Motivation, um noch genauer und professioneller zu arbeiten. Man unterschreibt quasi seine Arbeit auf dem Motor selbst. Wenn ich so einen Motor mache, dann mache ich das so, wie wenn ich es für mich selber machen würde. Jeder Mitarbeiter, mit dem Sie sprechen, der spricht über AMG wie über seine eigene Familie. Bei AMG als Kfz-Mechaniker zu arbeiten, ist etwas Besonderes. Und das macht einen schon stolzer. Dass man hier arbeitet, alleine bringt eigentlich schon so viel Motivation. Auch wenn es wirklich manchmal ein harter Job ist, wirklich manchmal ein harter Job. Und AMG ist für mich ein Teil von mir. Das, was wir hier machen, machen wir mit Herz. Diese wahnsinnige Begeisterung. Wo sonst kann man die schnellsten Mercedes der Welt bauen? Und wenn wir am Prüfstand sind oder wenn wir sehen, wie ein leistungsstarker Motor in ein Fahrzeug eingebaut wird, dann geht uns das Herz auf. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, etwas anderes zu machen. Der muss ein bisschen verrückt sein. Diese Komposition ist ausschließlich für Individualisten geschrieben. Für einen kleinen Kreis von Bekennern, die das Besondere lieben und einen hohen Anspruch haben. Das inspirierende Werk wird überall auf der Welt viele Male aufgeführt und sorgt bei den meisten Menschen für Herzklopfen. Nicht für die Ewigkeit komponiert, wird es Jahr für Jahr fortgeschrieben von begeisterten Experten, die die Kompositionstechnik perfekt beherrschen. Vor über 3 Jahrzehnten wurde dieses Werk uraufgeführt. Seitdem komponiert AMG aus sportlichem Anlass. Das brachte Erfolg und viele bedeutende Interpreten und Erfahrungen, die für neue Sätze genutzt werden. Inzwischen blickt das engagierte Komponistenteam auf eine lange Reihe erfolgreicher Fassungen des Werks zurück.
In vielen Aufführungen wurden alle Feinheiten des Stils und der Instrumentierung entwickelt und erprobt. Stets basiert die AMG-Edition auf einer erfolgreichen und anerkannten Grundkomposition. Sie wird dynamisch interpretiert und um kraftvolle Akzente ergänzt. Sie lässt sich variieren durch individuelle Sätze, die auch den ausgefallensten Wünschen folgen und sogar ganz besonderen Ansprüchen gerecht werden. So entstehen dynamische Werke, die viele schöne Seiten haben. Großzügig sind manche Instrumente doppelt besetzt. Und um einen kraftvollen Mittelpunkt herum gebaut. Dahinter steht ein Komponist, der Meister seines Handwerks ist. So können die Interpreten ihren Leidenschaften freien Lauf lassen. Hin und wieder ein bisschen Adrenalin und Herzklopfen. Zeichen für die besonderen Momente. Wenn die Interpreten in ihrer Begeisterung mehr Tempo fordern, dann bietet das Werk genügend Reserven. Sich im sportlichen Wettstreit messen. Dynamik entspannt erleben. Oder ausgetretene Pfade verlassen. So strahlt das Werk durch seine Dynamik eine vollkommene Harmonie aus. Diese Komposition ist ausschließlich für Individualisten geschrieben. Für einen kleinen Kreis von Bekennern, die das Besondere lieben. Und einen hohen Anspruch haben. Das inspirierende Werk wird überall auf der Welt viele Male aufgeführt und sorgt bei den meisten Menschen für Herzklopfen. Nicht für die Ewigkeit komponiert, wird es Jahr für Jahr fortgeschrieben von begeisterten Experten, die die Kompositionstechnik perfekt beherrschen. Vor über 3 Jahrzehnten wurde dieses Werk uraufgeführt. Seitdem komponiert AMG aus sportlichem Anlass. Das brachte Erfolg und viele bedeutende Interpreten. Und Erfahrungen, die für neue Sätze genutzt werden. Inzwischen blickt das engagierte Komponistenteam auf eine lange Reihe erfolgreicher Fassungen des Werks zurück. In vielen Aufführungen wurden alle Feinheiten des Stils und der Instrumentierung entwickelt und erprobt. Stets basiert die AMG-Edition auf einer erfolgreichen und anerkannten Grundkomposition. Sie wird dynamisch interpretiert und um kraftvolle Akzente ergänzt. Sie lässt sich variieren durch individuelle Sätze, die auch den ausgefallensten Wünschen folgen und sogar ganz besonderen Ansprüchen gerecht werden. So entstehen dynamische Werke, die viele schöne Seiten haben. Großzügig sind manche Instrumente doppelt besetzt. Und um einen kraftvollen Mittelpunkt herum gebaut. Dahinter steht ein Komponist, der Meister seines Handwerks ist.
So können die Interpreten ihren Leidenschaften freien Lauf lassen. Hin und wieder ein bisschen Adrenalin und Herzklopfen. Zeichen für die besonderen Momente. Wenn die Interpreten in ihrer Begeisterung mehr Tempo fordern, dann bietet das Werk genügend Reserven. Sich im sportlichen Wettstreit messen. Dynamik entspannt erleben. Oder ausgetretene Pfade verlassen. So strahlt das Werk durch seine Dynamik eine vollkommene Harmonie aus. Es erfordert viel Zeit und Know-how, einen AMG Mercedes auf den Markt zu bringen. Schon Jahre vor dem Start eines neuen Serienmodells von Mercedes beginnt die Planung in Alfalterbach. Hier geht es um die Entwicklung eines Kompressormotors, dessen Dynamik sich mit jedem anderen sportlichen Triebwerk auf der Straße messen kann. Besonders die Entwicklung des Kompressors stellt die Techniker von Mercedes AMG vor große Herausforderungen. Welches Drehmoment kann erreicht werden? Wie können Rotor und Verdichtungsschraube optimiert werden? Ideen wandeln sich am CAD-Rechner in konstruktive Details für die Verdichtungsschraube und den mit Teflon beschichteten Rotor des Mercedes AMG-Kompressors. Er muss extremen Belastungen mit über 23.000 Umdrehungen pro Minute standhalten. Der erste Prototyp ist eingetroffen. Jetzt wird er genau vermessen und geprüft. Die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des neuen Motors hängt entscheidend von äußerster Präzision ab. Oft bringen kleine Verbesserungen im Detail den entscheidenden Fortschritt. Gleichzeitig klären Techniker die konstruktiven Rahmenbedingungen für den Einbau des Motors in das Fahrzeug. Die Integration jedes Bauteils wird schon im Rechner dreidimensional dargestellt. Auf dem Prüfstand geht es heiß her. Alle Funktionen des neuen Triebwerks werden getestet, auch im Dauerlastversuch. Endlose Stunden vergehen, bis ein Motor die Präzision erreicht hat, die Mercedes-AMG-Fahrzeuge auszeichnen. Ganz gleich, ob im Rennsport oder auf dem Weg ins Büro. Wenn der Motor alle Härtetests auf dem Prüfstand bestanden hat, wird er in der Motorwerkstatt noch mal bis in den letzten Winkel gecheckt. Dann kann das neue Triebwerk seine Dynamik auf der Teststrecke beweisen. Über 300 km/h Höchstgeschwindigkeit, 700 Newtonmeter Drehmoment bei 2750 bis 4000 Umdrehungen. Die Techniker von Mercedes AMG sind zufrieden. Am Ende des Entwicklungsprozesses unterscheiden sich 90% der Teile von denen des Mercedes-Serienmotors. Hier bei Mercedes AMG in Affalterbach werden die antriebsstarken Motoren montiert. Trotz aller moderner Produktionsanlagen wird hier noch in Handarbeit gefertigt. Dabei gilt das Prinzip: ein Mann, ein Motor. Mercedes AMG dokumentiert diese persönliche Verantwortung durch eine Plakette mit der Signatur des Technikers. Zunächst wird das Kurbelgehäuse vormontiert. Dabei sind besonders wichtig die Öleinspritzdüsen mit einem größeren Durchmesser für eine optimale Kühlung der Kolben. Mit Hilfe des modernen Manufakturleitsystems von Mercedes AMG wird der Kundenauftrag direkt einer Motornummer zugeordnet und eingraviert. Die Hauptlager werden in das Kurbelgehäuse eingebaut und die Kurbelwelle nach gründlicher Reinigung eingesetzt. Sie enthält einen axialen Schwermetallstopfen für den optimalen Massenausgleich.
Bei diesem Arbeitsvorgang ist äußerste Präzision gefragt, damit die Kurbelwelle das maximale Drehmoment von 700 Newtonmeter sicher an das Getriebe überträgt. Der Techniker prüft jeden der hochfesten, besonders leichten Kolben. Die Kolben verringern im Zusammenspiel mit den extra für Mercedes AMG aus einem speziellen Werkstoff abgeschmiedeten Pleuel die bewegten Massen und sind eine Voraussetzung für die spontane Gasannahme des Motors. Zur Verantwortung des Technikers gehört auch der reibungslose Lauf von Kurbelwelle, Pleuel und Kolben, bevor der Kettentrieb aufgesetzt wird. Wenn der Kurbeltrieb von unten durch die Mercedes AMG-spezifische Ölwanne geschlossen ist, beginnt die Vormontage der Zylinderköpfe. Die Nockenwelle ist eine Mercedes AMG-Spezialität. Sie sorgt für einen größeren Hub sowie für längere Öffnungszeiten der Ventile und ist damit hauptverantwortlich für die Performance des Motors. Das Zusammenspiel von Mensch und Maschine garantiert eine präzise Verschraubung der aufgelegten Zylinderköpfe. Das Nockenwellenrad wird mit einem genauen Drehmoment befestigt. Dabei wird genau darauf geachtet, dass die Steuerzeiten exakt eingestellt werden. Wenn der Rumpfmotor geschlossen ist, folgt eine umweltfreundliche Dichtheitsprüfung des Triebwerks. Nach dem Motorleitungssatz und diversen Kleinteilen wird das Kompressormodul montiert. Der Kompressor mit dem nachgeschalteten Ladeluftkühler ist die wesentliche Voraussetzung für jede Menge Drehmoment. Zum Abschluss erhält jeder Motor als Zertifikat für die sorgsame Handarbeit die Plakette mit dem eingravierten Namen des Monteurs. Am Ende der Montagelinie übergibt der Monteur seinen Motor dem Prüffeld. Hier wird der Motor auf seine Mechanik, Zündung, Einspritzung und Sensorik geprüft, damit sichergestellt ist, dass jeder Motor einwandfrei funktioniert und die volle Mercedes-Garantie gegeben werden kann. Thank you.
Die Werkstatt in Affalterbach ist nicht nur Diagnosezentrum. Hier kann jedes Fahrzeug nach individuellen Kundenwünschen verändert werden. Dazu gehören aufwendige Karosserieumbauten oder Veränderungen der Abgasanlage. Die von Mercedes AMG bereitgestellten Safety- und Medical Cars werden vor jedem Formel-1-Rennen gewartet und den technischen Erfordernissen der jeweiligen Strecke angepasst. Beim Interieur wird jeder noch so ausgefallene Wunsch nach Veränderung realisiert.
Ganz gleich, ob es Lederausstattung oder andere komfortable Details im Fahrzeug sind. Speziell auf die professionellen Anforderungen von Geschäftsleuten zugeschnitten sind die Mobile-Media-Ausstattungen für Business und Unterhaltung. Monitore in den Kopfstützen oder als extra ausklappbare Variante machen es möglich, Bilder und Filme von TV-Tuner, DVD-Player und Computer zu empfangen.
Das AMG Styling vollendet eine gelungene Form zur höchsten Perfektion. Frontschürze, Heckschürze, Seitenschwellerverkleidungen verleihen jedem Fahrzeug einen sportlich eleganten Look. Doch das AMG-Design spricht nicht nur das Auge an. Alle Teile werden auch auf ihre aerodynamische Wirksamkeit hin entwickelt. Optimal führen sie die Kühlluft an Motor und Bremsen und sind dennoch harmonisch in das Designkonzept des Fahrzeugs integriert. Maßgeschneidert im Detail verleihen sie jedem Fahrzeugmodell ein individuelles Gesicht. AMG-Leichtmetallräder unterstreichen zusätzlich den sportlichen Look des Fahrzeugs und schaffen den besten Kontakt zur Straße. Kein Wunder, denn sie haben ihren Ursprung im Rennsport. Im Kampf um Zehntelsekunden sind Materialien gefragt, die leicht, hochfest und zuverlässig sind. Vorteile auch für den Straßenverkehr. Die Bremsen werden besser belüftet und die Kühlung durch wärmeleitfähiges Material optimiert. Darüber hinaus reduzieren AMG-Leichtmetallräder die ungefederten Massen. Ihre Rundlaufwerte sind exzellent. AMG-Styling und AMG-Leichtmetallräder glänzen durch eine formschöne und dynamische Optik, verbessern das Fahrverhalten und gewährleisten die hohen Mercedes-Sicherheits- und Qualitätsanforderungen. Einrasten lassen. So kann man auch bei höheren Fliehkräften oder so kann das Funkgerät einfach nicht mitfallen oder nicht. Also, und los geht's. Gefühl voll einlenken. Seinen Körper an sich nach außen fallen lassen. Jetzt hilft sich aus. Links rüber, schnelles Umsetzen nach rechts. Wieder geschlossen, ansonsten nach rechts. Die Wiese hat keine Chance mehr zu wachsen, weil viele die Kurve endextrem viel zu spät anlenken. Super
gelöst hinter mir, klasse. Auch der zweite, super Linie, seidenweich gedreht, Kompliment, super Job. Und wir fangen hier oben bei der Gruppe 10 an. Okay, drei. Das geht. Noch nicht. Wird sich bald ändern. Do I need to tell him to put a seatbelt on? Mach ich doch. Ich bin sicher, ich hatte 200 Pulls. Ganz genial. So ist es mir vorgestellt habe mit ihm. Sehr sicher, souverän, sauberer Drift. Ja, sensationell. Das ist ja wie, als ob man auf einem anderen Planeten fahren würde. Total genial. Ja, absolut kein anderes Gefühl. Hat's im Griff. Ist halt ein Schweizer. Also, dann geben wir Gas. Fast so wie ich gefahren bin. War so ein krönender Abschluss. Also das war sehr, vor allen Dingen noch die Kommentarführung zu jeder Kurve, wie er was machte. Also das war einfach traumhaft. Das hat Spaß gemacht. Ja? Mit Gewalt. Jederzeit wieder. Ich glaube, dass alle, wie sie hier stehen, einiges erlebt haben mit euch. Viele schöne Momente, nur schöne Momente. Ich habe schon viele Impressionen gehört. Wir haben alle es geschafft, uns hier dementsprechend zu entwickeln. Und das ist das, was wir wollen, egal auf welchem Stand wir eingestiegen sind. Wir kommen zu der dritten Position, wenn ich so nennen darf. No question. Das war so ein angenehmer Moment. Thomas Stieger. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Eine Spitzenleistung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass dieser Mann hier das erste Mal heute die Nordschleife unter die Räder genommen hat. Danke vielmals. Okay, super. Vielen Dank. Applaus nochmal. Ich hoffe, wir haben Spaß, uns hat Spaß gemacht und wir wollen uns freuen, Sie im nächsten Jahr wieder zu sehen bei der Veranstaltung. You are going to be doing a lot of steering wheel movements, a lot of fast movements. Kind of pedal movements aren't going to be very big here. Play with the throttle a little bit just to keep the oversteer kind of hanging if you can. And beyond that, we should just kind of get, like I said, a lot of steering exercises for you.
Wunderbar. Excellent. But you also got to make sure you don't hit any cones here. Even though the watch is going to stop, we're going to penalize you if you run over cones at the end down here, too. It's been an outstanding day. Mercedes-Benz AMG is the epitome of high-performance vehicles. This is awesome. Everybody should be able to try this once. It's too much fun. Hop in the car, we'll do two quick demo laps, and then we'll split you in half and you'll drive. This is almost like Christmas. It's been great. It's fabulous, dear. We're having a great time. It's been outstanding, and I'd definitely come back. Three, everybody, AMG! Thank you.
tournament is a very important tournament. The most important in France, because it's called the Open de France. Okay, you look at me. Merci à tous.